Salut! Smoke News mal wieder am Start mit einem neuen Review. Heute auf unserem schönen kleinen Balkon hier in Dresden. Und vor euch am Start haben wir heute den Five Pipes Mango. Zeigt euch gerade mal die Originalverpackung. Five Pipes typisch, die Frucht und die schön animiert, wie immer, mit einem kleinen Schildchen in der Hand. Warum? Die Rückseite von der Frucht noch schön. Die Rückseite von der Frucht. Der Preis 7,50 Euro pro 75 Gramm. Ja, schön gemachte Verpackung, kann man nichts sagen. Aber viel wichtiger: Geschmack und Rauch. Ja, eigentlich Five Pipes typisch wieder ein sehr ausgeprägter, eleganter Geschmack. Mango kommt super rüber, kann man sich gar nicht streiten. Also wir hatten auch schon ein paar andere Mangos und pur, also da hat es uns zum Teil echt geschleudert. Wir hatten mal einen richtig schlechten von. Das war Na klar, ja, also boah, der ging gar nicht. Aber der hier jetzt, leckt mich am Arsch, der ist richtig gut. Also ich finde Mango eigentlich immer ziemlich eklig. Aber den Five Pipes, den kann man echt gut rauchen. Also schmeckt schön fruchtig, intensiv, wie eigentlich alle Five Pipes Sorten, die wir bis jetzt getestet haben. Sind wir eigentlich auch von der relativ begeistert. Ja, also ich rauche eigentlich auch nicht so gern Mango, aber den Five Pipes kann man sich immer wieder mal schmecken lassen. Ich war auch ziemlich skeptisch am Anfang, ob ich mir den überhaupt wieder kaufen soll, weil ich von Mango eben so oft schon enttäuscht wurde. Aber der ist echt erstklassig, muss ich sagen. Vielleicht kurz zwischendrin zum Setup. Ihr seht, wir rauchen mit der NPS mit den zwei Glasschläuchen von E-Glas und Kaya, haben die Feldlochung auf dem Sapphire Hotshot und haben etwa 8 Gramm vom Tabak drin. Nein, weniger. Also es sind ungefähr 5, 6 Gramm Tabak drin. Okay, Entschuldigung, ich habe den Tabak gebaut. Ja, zum Thema Rauchentwicklung kann man eigentlich sagen, wie immer bei Five Pipes, da wurden wir noch nie enttäuscht. Das ist eine super Rauchentwicklung, ihr müsst ihn nicht anfeuchten. Der Tabak sieht relativ trocken aus, muss man sagen, aber immer bei Five Pipes. Macht ja Sinn, genau, Five Pipes. Aber er raucht trotzdem super. Ja, also wirklich erstklassig, diese Rauchentwicklung, wo der rausschleudert, unangefeuchtet, Wahnsinn, 10 Punkte. Ich gebe 9,5, weil wir müssen irgendwo einfach mal Luft nach oben lassen. Wer weiß, was da noch kommt, aber 9,5 Punkte kann man an der Stelle sicher gut vertreten. Was ich vertrete, ist einfach die 10. Da muss man nichts anfeuchten, der raucht einfach top, so was habt ihr bei, behaupte ich mal, keinem anderen deutschen Tabak. Damit der kommt eine momentane Schokolade echt gut hin. Ja, also echt ein Hammerteil. Da kann man nichts anderes aussprechen als eine ganz klare Kaufempfehlung. Und zwar nicht nur für den Mango, sondern auch für den Blueberry. Und wir werden den Mandarine haben wir schon getestet. Mandarine. Und es kommt noch ein Pfirsich. Und noch viele Sorten mehr. Also ja, also da könnt ihr euch auf was freuen. Und bis jetzt hat uns auch keiner enttäuscht. Vielleicht ganz kurz, was wir vergessen haben. Also geschmacklich würde ich dem Mango 9 Punkte geben. Oh ja, genau. Geschmacklich. 9 Punkte, ja, kann man gut mitlesen. Auch wenn ihr vielleicht keine Mango-Fans seid, probiert den mal aus. Der ist echt super. Auch für Nicht-Mango-Fans, schön fruchtig. Nicht zu aufdringlich, aber trotzdem intensiver Geschmack. Und der drückt nicht, der steigt nicht in den Kopf, der Tabak. Der ist einfach perfekt. Ja. Der ist eh soweit wieder, ne? Ja, von uns. War's soweit von uns. Also dann bis zum nächsten Review. Wir rauchen noch ein bisschen weiter bei dem schönen Wetter. Ciao. Jo, wir sehen uns.